Leckere Haselnussmakronen? Ich liebe sie genauso wie ihr und deswegen zeige ich euch heute mein Rezept. Bevor wir starten, abonniert doch noch meinen Kanal, sofern ihr das nicht schon längst getan habt, und aktiviert noch die kleine Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Die Haselnussmakrone auf unserem weihnachtlichen Gebäckteller überhaupt nicht mehr wegzudenken. Schön soft und saftig im Innern. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in meinem heutigen Video. Ich verspreche euch, die sind super, super einfach, super schnell hergestellt und wir brauchen gar nicht mal so viele Zutaten. Natürlich benötigen wir gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm. Und hier ist es ganz egal, ob ihr Haselnüsse verwendet oder andere Nüsse verwendet. Nehmt einfach die, die ihr am allerliebsten mögt, wie zum Beispiel Mandeln oder Walnüsse. Außerdem brauchen wir noch 3 Eiweiße der Größe M, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz und außerdem benötigen wir noch ganze Haselnüsse zum Belegen der Makronen, ein halbes Fläschchen Rumaroma und dieses könnt ihr optional auch weglassen, wenn ihr es überhaupt nicht mögt. Ich empfehle es euch aber zuzugeben. Es gibt eine gewisse Note, aber schmeckt wirklich nicht dominant aus den Makronen heraus. Probiert es ruhig mal aus. Und außerdem benötigen wir noch optional Obladen, kleine Obladen. Auch diese könnt ihr gerne weglassen, wenn ihr sie nicht mögt oder wenn ihr keine im Haus habt. Ihr könnt nämlich die Makronenmasse auch direkt auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Wir starten los mit der Zubereitung und wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich super, super einfach. Zuallererst wird das Eiweiß mit der Prise Salz steif geschlagen. Wenn das Eiweiß vollständig steif geschlagen ist, gebe ich den Zucker, die gemahlenen Haselnüsse sowie das Rumaroma dazu und rühre das Ganze schön vorsichtig mit einem Teigschaber unter, so lange, bis ein schöner, gleichmäßiger Teig entstanden ist. Dieser wird nun portioniert. Ich verwende hier sehr gerne einen kleinen Eiskugelportionierer. Damit geht es nämlich wirklich ganz, ganz einfach. Alternativ könnt ihr natürlich die Makronenmasse auch mit 2 Teelöffeln auf die Obladen geben. Anschließend wird in jede Makrone noch eine Haselnuss hineingedrückt. Nun kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für 15 bis 18 Minuten. Bleibt auf jeden Fall dabei, beobachtet die Makronen. Wenn die Oberfläche nämlich anfängt leicht zu bräunen, dann sind die Makronen fertig. Dann könnt ihr sie herausnehmen, denn wenn sie zu lange im Backofen bleiben, dann werden sie nämlich nur trocken und hart. Auf dem Backblech lasse ich sie nun vollständig auskühlen, bevor ich sie in eine Gebäckdose gebe. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei, da verlinke ich euch mein letztes Video und hier unten
verlinke ich euch noch ein weihnachtliches Rezept. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich in einem weiteren Video. Macht's gut. Tschüss.